In Floodland müsst ihr für euren Clan nach einem apokalyptischen Desaster eine neue Heimat schaffen. Wie ihr dafür eure erste Siedlung errichtet und welche Gebäude ihr zum Spielstart dafür bauen solltet, erkläre ich euch jetzt. Herzlich willkommen bei Bildner TV Gaming. Ich bin Daniel und ich erkläre euch jetzt, wie ihr eure erste Siedlung in Floodland baut. Ein kleiner Hinweis noch vorab. Wenn ihr euch überlegt, wo ihr die Gebäude hinstellen wollt, nehmt direkt die besten Plätze mit den meisten Ressourcen, die ihr zur Verfügung habt. Auch wenn eure Gebäude noch gar nicht so viel verarbeiten können. Ihr könnt eure Gebäude im Laufe des Spiels noch aufwerten. Damit könnt ihr mehr Ressourcen in einem Zeitraum verarbeiten, deckt aber auch größere Bereiche ab. Sollte also ein Vorkommen aktuell noch am Rand des Bereiches liegen, wird es später sehr wahrscheinlich auch mitverarbeitet werden können. Um nun eure erste Siedlung aufbauen zu können, solltet ihr mit der Erkundung der Insel beginnen. Ihr braucht ja immerhin Ressourcen, um etwas aufbauen zu können. Erkundet eure erste Insel, sammelt Gegenstände vom Boden auf und wo es möglich ist, solltet ihr die Ruinen durchsuchen. Dabei werdet ihr auch einen ersten Überblick bekommen, wo die Ressourcen auf der Insel liegen. Die Erkundung macht ihr, indem ihr entweder die Taste R drückt oder indem ihr am unteren Bildschirmrand auf die kleine Fahne klickt. Nun könnt ihr einzelne Bereiche auswählen, wo eure Mitarbeiter erkunden oder aufsammeln sollen. Das Lagerhaus ist das Herzstück eurer Siedlung, deshalb auch das erste Gebäude, das ihr bauen werdet. Ohne ein Lagerhaus könnt ihr gar keine weiteren Gebäude bauen. Die Lagerhäuser bestimmen eure globale Lagerkapazität, die ihr am oberen Bildschirmrand über den Ressourcen anhand des grauen Balkens seht. Zudem sind die dortigen Arbeiter dafür zuständig, dass die Ressourcen zwischen den Gebäuden hin und her transportiert werden. Wenn ihr draufklickt, seht ihr dies anhand der Linien am Boden. Besonders zu Spielbeginn sind die Arbeiter sehr wichtig, da sie die Erkundungen und das Einsammeln von rumliegenden Ressourcen übernehmen werden. Aber auch später ist es sehr wichtig, da jedes Gebäude seine Ressourcen in das Lager einlagern muss. Deshalb achtet unbedingt darauf, dass euer Lager möglichst zentral liegt. Da ihr nun etwas habt, wo ihr eure Ressourcen lagern könnt, solltet ihr auch etwas schaffen, wo eure Arbeiter unterkommen können. Zu Beginn bedeutet das Zelte bauen. So erhalten eure Arbeiter schon mal einen Platz zum Schlafen, der sie vor dem Wetter schützt. Ganz am Anfang solltet ihr die Zelte direkt an das Lager bauen, wie ihr es hier seht. So brauchen eure Arbeiter am Abend und Morgen nur wenig Zeit, um vom Arbeitsplatz in ihr Zelt zu kommen und wieder zurück. Später solltet ihr die Zelte weiter verteilen und auch an den anderen Gebäuden Zelte stehen lassen. So minimiert ihr die Zeit, die eure Arbeiter immer brauchen, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Es ist insgesamt klug, die Laufwege der Clanmitglieder möglichst kurz zu halten. Wer wo genau schläft, müsst ihr auch nicht bestimmen. Euer Clan teilt sich selbst auf, sodass alle möglichst im nächsten Zelt zu ihrer Arbeit schlafen. Den Grundstein habt ihr damit jetzt gelegt. Ihr habt Platz für eure Arbeiter und ihr habt Platz für Ressourcen. Nun müsst ihr euch aber darum kümmern, dass euer Clan auch überlebt. Ihr müsst ihn konstant mit Nahrung und Wasser versorgen. Hierfür stehen euch früh im Spiel die Feldküche, der Fischerpier, die Wildbeuterhütte und die Wasserdestillation zur Verfügung. Die ersten drei davon können euch mit Nahrung versorgen, während die Wasserdestillation euch Trinkwasser bringt. Ihr seid zwar die ganze Zeit von Wasser umgeben, aber das schmutzige Wasser ist eben nicht genießbar. Ihr braucht also etwas, um es trinkbar zu machen. Dafür müsst ihr die Wasserdestillatoren nur in flachem Wasser bauen und mit Arbeitern ausstatten. Bei Nahrung gibt es nun zwei getrennte Ressourcen. Es gibt riskante und unbedenkliche Nahrung. Bestenfalls wollt ihr natürlich unbedenkliche Nahrung. Im Notfall könnt ihr eure Siedlung aber auch mit riskanter Nahrung versorgen. Diese kann jedoch zu Übelkeit führen.
Eine Wildbeuterhütte kann euch direkt mit unbedenklicher Nahrung versorgen. Damit sie arbeiten kann, braucht sie Pilzgruppen in der Nähe. Besonders zu Beginn ist das eine extrem nützliche Ressource, um an Nahrung zu kommen, da man keinen weiteren Verarbeitungsschritt braucht und direkt unbedenkliche Nahrung erhält. Über ein Fischerpier könnt ihr an riskante Nahrung kommen. Dieser kann an der Küste errichtet werden und braucht Fischwärme in seinem Einflussbereich. Feldküchen sind nun in der Lage, riskante Nahrung zu unbedenklicher Nahrung zu verarbeiten. Dabei ist es egal, wo die riskante Nahrung herkommt. Deshalb wird die Küche im Verlauf des Spiels auch wichtig bleiben. Ihr solltet sie am besten gleich nahe am Lager platzieren. So sind die Wege für den Austausch besonders kurz. Ihr könnt die Küche nämlich frei platzieren, da sie auf kein Ressourcenvorkommen angewiesen ist, sondern vom Lager beliefert wird. Da bei allen dieser Gebäude das Endprodukt aber wieder in das Lager gebracht werden muss, solltet ihr sowieso versuchen, alle dieser Produktionsstätten möglichst nah an einem Lager zu haben. Die letzte Gebäudekategorie, die ihr direkt zu Beginn benötigt, ist Wachstum. Nachdem eure Siedlung nun eine funktionierende Grundstruktur hat und fürs Erste mit Essen und Trinken versorgt ist, könnt ihr euch daran machen, sie zu erweitern. Ihr wollt ja wachsen und euch verbessern. Die Gebäude für das Wachstum bringen euch dafür die Materialien und das Wissen. Das Studierzimmer ist dabei das Gebäude, mit dem ihr euch weiterentwickelt. Ihr könnt hier Forschung generieren, um im Menü der Technikentwicklung weitere Gebäudepläne oder Werkzeuge zu erlernen. Dafür benötigt ihr hierbei Relikte aus der alten Welt. Wenn ihr zu Beginn schon einige Gebäude durchsucht habt, solltet ihr davon schon ein paar haben. Ansonsten fangt jetzt damit an. Es bringt euch zusätzlich auch viele Ressourcen. Mit dem Studierzimmer könnt ihr dann nach und nach Forschung generieren, um neue Techniken zu erlernen. Weiterhin könnt ihr hier, sobald ihr den Punkt Akademie freigeschaltet habt, Erfahrung für eure Clans sammeln, um diese aufzuwerten und dabei die Spezialisierungen zu steigern. Um die neu gelernten Gebäude dann auch zu bauen, braucht ihr nun auch Ressourcen. Am Anfang sind die wichtigen Ressourcen Müll und Holz. Müll könnt ihr einfach so in der Welt sammeln und Holz könnt ihr einsammeln, sobald ihr die Bügelsäge erlernt habt. Doch wenn ihr so vorgeht, werden euch die Ressourcen irgendwann ausgehen. Indem ihr aber Produktionsstätten errichtet, könnt ihr über lange Zeit diese Ressourcen farmen. Die zugehörigen Gebäude sind die Holzfällerhütte, die ihr an eine Baumgruppe stellen solltet, und die Sortierhütte, die von der Küste aus die größeren Müllvorkommen im tieferen Wasser erreichen kann. Achtet beim Bau auch hier wieder darauf, bestenfalls möglichst viele Ressourcenvorkommen zu erwischen, aber auch noch nah am Lager zu bleiben, um die Wege kurz zu halten. Der Kreis um ein Lager, in dem ihr bauen könnt, ist zwar groß, aber wenn ihr nahe dem Rand baut, werden die Arbeiter durch die längeren Wege viel Zeit verlieren. Erst später erhaltet ihr die Möglichkeit, Straßen zu bauen, um die langen Wege zu verschnellern. Bleibt aber vorerst deshalb näher am Lager dran. Sowohl Holz als auch Müll sind erneuerbare Ressourcen. Das bedeutet, dass sich die Vorkommen wieder regenerieren. Es kann also im Laufe des Spiels vorkommen, dass die Ressourcen in den Vorkommen knapp werden. Man sollte die Abbaustätten dann trotzdem nicht zerstören, da nach einiger Zeit wieder mehr Ressourcen zur Verfügung stehen werden. Nun kennt ihr die wichtigsten Gebäude zu Beginn des Spiels und habt eine erste stabile Siedlung aufgebaut und seid sogar schon dabei, mehr zu sammeln, um euch zu erweitern. Das Spiel steht euch nun offen. Entwickelt eure Technologie weiter, baut mehr Gebäude und vergrößert eure Siedlung. Passt aber immer auf, dass ihr auch genügend Arbeiter habt und dass ihr alle mit Nahrung und Wasser versorgen könnt. Alle weiteren Entwicklungen geben euch nun entweder Verbesserungen der Gebäude, die ihr nun kennt, oder neue Gebäude, die aber meist ähnlich funktionieren. Weitere Bewohner erhaltet ihr dann später noch, wenn ihr die Welt erkundet und Gebäude durchsucht oder durch Events, in denen sich euch ein weiterer Clan anschließt.
Ich wünsche euch jetzt aber viel Spaß mit dem Spiel. Wenn ihr noch mehr zu dem Spiel sehen wollt, schaut euch gerne das Artbook zu Floodland auf bildnerverlag.de an. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und gebt uns ein Abo. Wenn ihr noch Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.